Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Wurms Geheimlabor. Wir kümmern uns um das letzte Level der Spiegelbildreihe. Jetzt, da ihr ein wenig Übung habt, kommen wir zu einer echten Aufgabe. Ihr werdet mich klonen. Wow. Okay, es ist soweit. Klont den Meister persönlich. Uta gegen Zarek. Bildet die andere Seite des Schlachtfelds genau nach. Es ist Zeit, mich zu klonen. Heroische Opfer. Okay, was haben wir? 10 Mana? Und irgendwie sieht nichts, aber auch gar nichts identisch aus auf dem Feld. Vertauscht eure Hand mit der des Gegners. Okay, dann muss ich jetzt schon mal gucken, was hast denn du auf der Hand? Eine Münze. Und zurücktauschen. Na gut, weiß ich Bescheid. Versagen ist keine Option. Nur der Erfolg zählt. Okay, hallo. Ich grüße euch. Gleichfalls. Das ist nett. Gut gespielt. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Geil, danke. Danke. Oh, das war zu schnell. Danke. Danke. Gleichfalls. Wow. Beim heiligen Licht. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Okay, das ist langweilig. Hast du nur zwei Sprüche? Das war ein Fehler. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, da drohe ich dir jetzt mal. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Gleichfalls. Okay. Genug gespielt. Er hält jedes Mal plus einen Angriff, wenn ein befreundeter Diener stirbt, während ihr diese Karte auf der Hand habt. Gut, dann müssen zwei meiner Diener wohl sterben. Hast du von vornherein Gottesschild? Nein. Ich kenne die Lösung. Ich will nur sehen, wie ihr das angeht. Ich gehe das super an. Mein Problem ist, ich würde gerne da reinrennen. Mach ich jetzt auch. Damit sterben zwei meiner Diener. Er kriegt Leben. Und dann stelle ich einfach mal 6 Leben wieder her bei dir. Und dann spiele ich weiter. Dann hätte ich doch gerne deine Handkarte hier, die Münze, die spiele ich hier, kannst du zurückhaben. Und dann... Moment, wieso, wo ist... Dein Bot ist gestorben, das ist blöd. Das war nicht in meinem Sinne. Du hast 2 Schaden gekriegt? Wo hast denn die her? Du hattest doch Gottesschild. Ach, die Monstrosität ist... daran habe ich natürlich nicht gedacht. Niemand ist perfekt. Noch nicht. Aber ich arbeite daran. Dann ist das Heilen von dem Ding vielleicht gar nicht so gut. Das heißt aber im gleichen Atemzug, dass ich ihn hier einen Tacken früher ausspielen muss. Und dann spiele ich Weihe. Dann darfst du deine Münze auf deiner Hand behalten. Lösung. Das ist natürlich eine anspruchsvollere Aufgabe als Gnome und Sterne. Gut, was ist das für so eine Karte? Gehirnwäsche. Übernimmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Mit Wahl? Mit Wahl. Ist eigentlich ganz simpel. Ich muss den Meeresriesen holen, weil den habe ich nicht auf meiner Hand. Hiermit verleihe ich einem Diener minus 2 in diesem Zug. Damit kriege ich die Priesterin. Die Priesterin kann dann sich einen von diesen Dingern holen. Brauche ich gar nicht. Vertausche Angriff und Leben aller Diener. Wozu brauche ich das denn? Ich kann auch zurücktauschen, wow. Ich befürchte, ich muss ihn hochheilen und dann schnappe ich mir ihn auch einfach mal. Dann habe ich einen Mana zu wenig.
für die Priesterin. Okay, nochmal zurück auf Anfang. Das Versagen ist keine Option. Nur der Erfolg zählt. Das wird langsam frustrierend. Wie lange mache ich das jetzt hier schon? Gehirnwäscher? Ja, Wahnsinn. Und dann hätte ich noch 3 Mana übrig. Spüre die Gesetze. 3 Mana übrig. Hol ich sie her. Und dann renne ich damit in den Riesen und hab's endlich geschafft. Boah! Das war verwirrend. Gast. Besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Okay, fügt allen Dienern einen Schaden zu. Ich krieg noch ein Schild, Schwert, wenn ich möchte, +1/+1. Ich kann Rüstungspunkte als Schaden zufügen. Okay, das Witzige an den Dinger ist, wenn sie Schaden kriegen und überleben, rufen sie nochmal einen 3-3 grimmigen Gast herbei. Da gibt es wunderschöne Kombos hier einmal, weil ich das so schön finde. Ich finde das einfach nur schön. So, sind alle da? Okay, dann können wir das Rätsel nochmal von vorne starten. Sagen ist keine Option. Nur der Erfolg zählt. Wenn sie sterben, rufen sie keinen herbei. Das macht es uns leicht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Leicht her? Eigentlich nicht. Ihr könnt direkt den vernichten. Direkt den vernichten, mir eine Waffe holen. Ne, Moment. Den vernichte ich jetzt. Ich hole mir ein Schild. Ich füge dem jetzt 2 Punkte zu, hol mir eine Waffe. Greif damit einmal an und er holt ja noch so einen grimmigen Gast. Das funktioniert so nicht. Rätseln wir nochmal. Die Lösung ist da. Schaut nur genau hin. Wenn ich jetzt rufe, kommt er eigentlich direkt rechts von ihm. Ja, okay. Dieser Test hatte keinerlei Relevanz. Ich erwarte vollkommene Perfektion. Ja, kannst du haben, kannst du haben. Oder auch nicht. Ich finde, das sieht schon gut so aus. Ich finde, das ist nah genug dran an Perfektion. Reicht das nicht? Man muss nicht mal 100% geben. 10% reicht auch. Jetzt einmal Wirbelwind spiele, habe ich versagt. Nee, habe ich nicht. Ich vernichte ihn jetzt. Spiele noch einmal Wirbelwind, dann geht er hier kaputt. Was dann auf der rechten Seite davon passiert, ist mir doch egal, weil es identisch ist.
Oh. Ich krieg richtig Kopfschmerzen dabei. Ach du Scheiße. Todesschwingen-Dilemma. Ich weiß. Es ist schwer, etwas zu duplizieren, das bereits nahezu perfekt ist. Ein gesundes Ego hast du. Ordnet eure Diener nach Leben. Toll. Seelensucht. Furchtbarer Albtraum. Wählt einen befreundeten Diener, ruft eine Kopie davon her, bei dir noch ein Leben hat. Stellt 5 Leben wieder her. Eure Zauber kosten ein weniger. Stellt 3 Leben wieder her. Plus Lichtwächterin. Darauf sollte ich achten, dass es nicht tut. Heilige Pein und... vertauscht Angriff und Leben aller Diener. Oh oh. Okay, alles was auf dem Feld ist, auf seiner Seite, ist auch auf meiner Seite. Die beiden. Ihr macht das schon. Die beiden. Da bin ich mir ganz sicher. Die beiden. Oh, die beiden. Ist ja fast wie Memory. Mit offenen Karten. Nach wie vor aufsteigen. Nach wie vor aufsteigen. Ups. Und Feuer. Gut. Nach wie vor aufsteigen. Alles muss 100% exakt sein. Ich kann problemlos den Elementar ausspielen, wenn ich 3 Zauber spiele. Dann geht der nämlich kaputt. Nee. Ich kann nur 2 Zauber spielen, bevor die wilden Pyromanten kaputt gehen. Dann kann ich immer noch Heilige Pein spielen, um den kaputt zu machen. Dann kosten die Zauber aber weniger. Die kann ich also beseitigen. Jetzt kann ich gar keinen befreundeten Diener herbeirufen. Ich nehme es zurück. 2 Zauber... Nee, 1 Zauber reicht, um die beiden komplett aus dem Weg zu räumen. Muss ich mal überlegen, was interessiert mich denn? Ah, das Schwierige ist hierbei eigentlich das Sortieren. Ich müsste Todesschwinge so weit runterbrechen, dass er weniger als 5 Leben hat. Also weniger als er hier, damit er hier links davon landet. Aber die anderen müssten auch weg. Die Unsterblichkeit ist zum Greifen nah. Nun ja, Pseudo-Unsterblichkeit. Ja. Okay, ich probiere nochmal was Neues. So, vielleicht wäre der Elementar zwischendurch auch nicht so verkehrt gewesen. Ich glaube, der Elementar gehört noch dazu. Das scheint mir elementar zu sein. Ordnet eure Gedanken neu. So, ich kopiere ihn. Der geht kaputt. Da habe ich genügend Platz, ihn zu spielen und habe ein paar billigere Zauber. Das heißt, ich kann ihn hochheilen. Ich heile ihn nochmal hoch. Und jetzt spiele ich Lebensentzug. Oh Mist, dann ist er schon tot. Mist. Bis dahin fand ich es aber gut. Alles muss 100% exakt sein. Gut. Probieren wir es nochmal. Spielen wir den nochmal. Dann heilen wir ihn hoch. Dann heilen wir ihn hoch. Und dann heile ich ihn so hoch. Und spiele nochmal Lebensentzug. Wenn sehr viel auf dem Board kaputt geht und das war's. Ich musste sie also gar nicht sortieren. Es reicht viel kaputt zu machen. Kaputt! Das letzte, Rattenplage! Was machst du? Füge jedem Diener, den ihr ausspielt, einen Schaden zu. Okay, was machst du? Achso, Handkartentausch. Was hast denn du Schönes? Ratten. Okay. Ich hätte gern meine Karten wieder. Niemand ist perfekt. Noch nicht. Aber ich arbeite daran. Ah, ich sehe schon das Problem. Die Ratten haben nämlich den Kampfschrei, dass ein zufälliger Diener aus der Hand des Gegners aufs Feld kommt. Er hat 2 Ratten auf der Hand.
Ich habe zwei Diener. Vor allem das da. Wählt ein Diener, ruft eine Kopie davon herbei als Todesröcheln. Kann ich das ganz einfach machen? Ich sage, okay, doch den hier. Mach doch. Hallo. Fast. Kann ich einen Ansturm geben? Kann er blind da reinrennen? Ach so. Nee. Nee, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt ganz und gar nicht. Ich niemand verpfeifen! Ich niemand verpfeifen! Okay, fertig. Ich find's schön so. Kann man so lassen. Mist. Ich erwarte vollkommene Perfektion. Kriegen wir nicht. Ich will den da kaputt sehen. Das ist mein größtes Problem gerade. Naja, und alles, was ich auf der Hand habe. Und alles, was er auf der Hand hat. Ruf Kopien eurer verletzten Diener herbei. Warum möchte ich was kopieren? Und der geht direkt kaputt, sobald ich ihn ausspiele. Achso, der kann auch nicht mehr als... Also er hat nur ein Leben. Das heißt, ihn kann ich gar nicht erst kopieren. Oh Mann, oh, das letzte Rätsel ist schon wieder blöd. Ich kenne die Lösung. Ich will nur sehen, wie ihr das angeht. Beeindruckend. Beeindruckend. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Dankeschön. Verleiht einem befreundeten Diener Ansturm. Warum will ich das da haben? Warum will ich einem Diener Ansturm geben wollen? Da krieg ich Kopfzerbrechen bei. So. Gedankengänge neu sortiert. Eis geholt. Weiter geht's. Ich kenne die Lösung. Ich will nur sehen, wie ihr das angeht. Ja. Das Ding muss kaputt gehen. Auf jeden Fall. Eigentlich kriege ich den nur auf eine Art kaputt. Und zwar, indem ich Wirbelwind spiele, ihm Ansturm gebe und da reinrenne. Was anderes sehe ich gar nicht. Wenn ich jetzt eine Ratte ausspiele, hat sie automatisch 5 Schaden. Was eigentlich blöd ist, das will ich nicht. Zumal er dann... Achso, Moment. Ich niemand verpfeifen. Mach mal ruhig. Ich niemand verpfeifen. So. Jetzt kann ich eine Kopie davon herbeirufen. Auch von dem Ding, das will ich nicht. Ich müsste eigentlich auf meine Seite noch eine Ratte kriegen mit... Kram, wenn ich jetzt das mache, dann habe ich erstmal Ruhe. Jetzt eine Kopie herbeirufe, ist eigentlich auch vorbei. Ich kann noch die Hand tauschen, wenn ich Bock habe. Aber nein, das ist es auch nicht. Versagen ist keine Option. Nur der Erfolg zählt. Hm.
ich direkt eine Kopie herbei. Dann füge ich allen Dienern einen Schaden zu. Kann den... Oh Moment, den darf ich noch nicht kopieren. Kriege ich den kaputt? Sinnvoll? Will ich jetzt ansturmen. Der kann nur da reinrennen, das ist total blöd. Schon passt das nicht mehr. Ich niemand verpfeifen! Ich niemand verpfeifen! So würde zumindest die Anzahl der Ratten stimmen. Aber mehr auch nicht. Was hat jemand gesagt? Das Rätsel ist unlösbar? Okay, verstehe ich total. Der muss kaputt gehen, ganz gleich was ich mache, der braucht Ansturm. Ja, der braucht Ansturm. Das ist leider... Das ist so. Muss ich den kopieren, damit der direkt 2 Schaden kriegt beim Ausspielen? Kaputt gehen wird dann beide. Spiele ich eine Ratte aus. Jetzt kann ich nämlich mit beiden da rein. Ich spiele jetzt einmal Wirbelwind. Und jetzt habe ich zu wenig Mana. Wird alles sowieso nicht klappen. Mist! Ich erwarte vollkommene Perfektion. Also ich bleib dabei. Die letzte Karte, die ich ausspiele, soll die Ratte sein. Das heißt, ich habe zu wenig Mana für alles. Mal wieder. Wenn ich irgendwo jetzt reinrenne. Der 2-5, das ist doof. Ich könnte Kopien erzeugen. Oh, 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 Moment. Ich glaube, ich hab's. Ich raste aus. Oh, meine Güte. Ich werde bei Dr. Boom ein gutes Wort oder auch 2 für euch einlegen. Geschafft. Raste aus.
Das hat jetzt... Natürlich nicht gleich jetzt. Sag einfach, wenn ihr Zeit habt. Ja, beim nächsten Mal. Vielen Dank, Caro, fürs Zusehen. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Gut. Habe ich das jetzt hinter mir. Das war also, Spiegelbild. Als nächstes mache ich dann Tabula Rasa. Freut euch auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.